Sul, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. Ja, und was werde ich jetzt wohl aus dem Wasser rausziehen? Ich habe jetzt extra das Spiel pausiert, damit ich bloß den ersten Fang nicht ohne euch mache. Tja, lasst uns mal schauen. Es ist ein Fisch und es ist sogar ein recht großer Fisch. Oh la la, ein Barsch. Okay. Was haben wir denn hier? Kann ohne Köder gefangen werden. Ja, ich habe ja noch keinen. Ich habe keinen Köder und ich habe keinen Köter. wie teuer ist er denn, wenn ich den verkaufe? Wie viel bringt er mir denn? Qualität ausgezeichnet. Wow. 4,1 Kilo, mittelgroß. 22 Simoleons. Also würde ich momentan verkaufen, weil ich bin jung und ich brauche das Geld. So. 44 Simoleons. Das heißt, ich kann mir immerhin schon mal wieder was zu essen kaufen. Ich hätte natürlich auch den Barsch braten können. Bratbarsch. Aber, naja. So, wollen wir doch mal schauen. Meine Mütze wollte noch niemand. Leider. Angebotsende ist Samstag. Und? Oh! Eine Kiste, ein Apfel. Dolle Wolle. Ja, ich verkaufe den Apfel jetzt mal nicht. Den kann ich eventuell noch gebrauchen. Den könnte ich mir in den Garten pflanzen. Aber ich würde mir natürlich mal noch ein paar andere Sachen wünschen. So, eine Kiste. Nochmal. Was war da jetzt drin? Ein Teil für Sanitäranlagen. Ja, warum nicht? Damit kann ich mein Klo oder meine Dusche verbessern. Diesmal hatten wir gar nichts. So, bis zum Abend angeln wir jetzt mal noch. Oh, guck mal. Ich kann jetzt Barsche, Keus und Forellen fangen. Und den Neon-Kaiserfisch. Immer an den entsprechenden Angelstellen. Also hier scheint es hauptsächlich Bärsche zu geben. 21 Simoleons. Ein Fisch, der seinem Namen alle Ehre macht. Warum ist er garstig? Also ist der Barsch von seiner Art her? Ich weiß es nicht. Ich habe noch keinen Barsch kennengelernt, persönlich. Zumindest nicht mehr im lebendigen Zustand. So, hier kommt. Einmal angeln wir noch. Oh. Nichts dran. Oh, mir ist ein bisschen kühl. Ich habe keine Ahnung, wie kalt es gerade ist, aber wir haben ja immer noch Frühling. Und da ich 2 Wochen eingestellt habe, dauert es auch noch ein bisschen, bis wir Sommer haben. Wird ja dann erst so im Laufe der Zeit langsam, aber sicher wärmer. Zu Abendessen. Fischtacos. Hätte ich jetzt den beliebigen Fisch, hätte mich das gar nichts gekostet. Aber ich sag mal so, 3 Simoleons fürs Abendessen, das kann ich verschmerzen. Das ist günstiger als mein Frühstück. Und Fischtacos, ganz ehrlich, das klingt schon ziemlich lecker. Das klingt schon ziemlich lecker. Also würde ich jetzt nicht unbedingt Nein zu sagen, wenn ich das jetzt serviert bekommen würde. So. Ich kann ja... Also kochen kann ich eigentlich schon. Ne? Das hatte ich ja auf der maximalen Fähigkeit. Natürlich dann auch nett. Hätte ich gesagt. Oder? Kochen... Fähigkeitsstufe maximiert, ja. Dann gucken wir mal wieder. Wir könnten natürlich theoretisch... Ich würde es mir immer noch wünschen, dass es... oh, ja, guck mal. Die Bäume kriegen langsam, aber sicher Blätter. Es sieht nicht mehr ganz so fies aus draußen. Ich würde mir das ja nach... Kann ich nicht mal bitte zu Ende kochen? Ich habe schon wieder gelangweilt, Geduldsfaden gerissen, weil ich vom Stricken gelangweilt bin. Einige Sims haben wenig Geduld für die Garnkunst. Es wird Zeit, die Strickarbeit wegzulegen und es später noch einmal zu versuchen. Warum fange ich denn noch an zu stricken, wenn ich Hunger habe? Ganz ehrlich, das ist eine Sache, die mir im echten Leben niemals passieren würde. Aufzuhören, das Essen zuzubereiten, wenn ich Hunger habe. Achso. Sims ist so unrealistisch. Allein auch, dass ich so gut koche. Also, ganz ehrlich, das Spiel ist mega unrealistisch. Njam, njam, njam.
Sieht aber sehr, sehr lecker aus. Kunststück betrachten. Ich habe kein Kunststück. Vor allen Dingen hätte ich dann eher vielleicht mal ein kleines Gemälde anfangen sollen. Anstatt schon wieder anzufangen, irgendwas zu stricken, was ich sowieso nicht kann. Und dafür wieder einen Haufen Simoleons rauszuschmeißen, die ich mir heute mühsam erangelt habe. Ja, gut. Spiel mal ein bisschen was. Spiel spielen. Sim Clinch. Was ist denn Sim Clinch? Es gibt scheinbar neue Spiele. Das ist Sim City. Seit wann heißt das Sim Clinch? So, hier, um mir mal wenigstens wieder so ein paar Wünsche zu erfüllen. Jo, erstmal ein Erdbeben. Da hatte ich tatsächlich irgendwie früher auch mal mit am meisten Spaß dran, die vorgebauten Städte in SimCity zu zerstören. Wer findet sich darin auch wieder? Das würde mich jetzt mal interessieren. So, habe ich den Wunsch auch irgendwann mal abgeschlossen? Ich zocke doch jetzt schon seit Ewigkeiten. Guck mal, für 75 Simoleons hätte ich mich an der Uni bewerben können, aber nein. Aber nein, ich muss ja stricken. Ich glaube, ich soll den Strickkorb verkaufen, ohne Scheiß. Wie viel bringt der mir, wenn ich den verkaufe? 44. Ja, guck mal, da könnte ich anfangen zu studieren. Ich könnte ihn mir rein theoretisch auch im Nachhinein immer noch mal wieder kaufen. So, ich hoffe, dass der Wunsch ist erfüllt, wenn das hier voll ist. Ich bin jetzt schon hundemüde. Ja. So, ab ins Bett. Ich kann tatsächlich auch auf dem Bett stricken. Das kann ich aber auch lassen. Was zur Hölle? Was habe ich jetzt hier? Konzentriert. Gute Spielsitzung. Ja, jetzt haben wir schon 8:30 und ich bin immer noch am Pennen, weil ich einfach wieder viel zu spät ins Bett gegangen bin. That's my life. Da kenne ich mich irgendwie schon wieder drin. Also das ist schon eher realistisch. Oh, wir können Rosen verkaufen für 116 Simoleons. Boah, heute, I got a feeling that today's gonna be a good day. Nein, ich will mich nicht mit dir duellieren, Mann. Ich muss erst mal zusehen, dass ich an Geld komme, Topska. Wie Abendessen servieren. Ich habe allen Ernstes bis 4:30 am Abend geschlafen. Ja. Respekt. Da mache ich mir heute einen Grillkäse. Und heute gehe ich trotzdem früh schlafen. Und ich wette, dann kann ich nicht einschlafen, weil ich viel, 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 viel zu lang gemacht habe. Auch das ist so eine Sache, die man... Ja, die bestimmt der ein oder andere von euch auch wieder erkennt. Dass wenn man zu lang zockt und dann zu lang... schläft am nächsten Tag, dann kommt man so komplett aus dem Rhythmus raus. Das ist halt einfach irgendwie so. So, aber guck mal, wenn wir die Rosen verkauft haben, da könnten wir anfangen zu studieren. Das wäre schon ziemlich awesome. Ich habe schon wieder was gekauft. Kann ich nicht mal wenigstens aufhören? Mir wird jetzt der Strickkorb. Ich verkaufe jetzt den Strickkorb. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Dauernd. Oh, schade. Das ist jetzt nur ein gepunkteter Blattfrosch geworden. Dauernd. Da gebe ich hier massig Geld aus. So, hier. 189 Simoleons.
durch die Rosen. Dauernd gebe ich hier massig Geld aus, um irgendwelche Sachen zu. Also ganz ehrlich. So. Von dem Grillkäse-Sandwich ist noch was übrig. Ich schreibe mich jetzt an der Uni ein. So. Es ist doch nicht zu spät, dich an der Uni einzuschreiben. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest. Kadi. Und wie du wieder aussiehst. Aha. Ja. Die Universitätsbewerbung von Katrin ist unterwegs. Die Universität wird sich die Bewerbung ansehen und Katrin ihre Entscheidung in den nächsten Tagen per Post zukommen lassen. Katrin kann ihren Bewerbungsstatus außerdem jederzeit an einem Computer überprüfen. Ja, wo gehe ich dann jetzt hin? Ich habe doch jetzt gerade gar nicht... Ach, ich glaube, das darf ich... Ich glaube, das wähle ich erst aus, wenn ich angenommen wurde. Ich glaube, dann wähle ich erst aus, an welche Universität ich gehe und für welchen Studiengang ich mich einschreibe. Wie um 21 Uhr überprüft keiner mehr, wer sich beworben hat. Das ist aber schon schwach hier. Löwenmäulchen ernten. Ich habe doch auch noch jede Menge Löwenmäulchen eigentlich. Da könnte ich auch noch eine Rose. Und da. Also die Rosen, die sind auf jeden Fall relativ viel wert. Und daher, guck mal, würde ich sagen... Wir pflanzen mal noch zwei. Wer ist das? Veronika Krämer. Können wir uns doch auch mal noch fröhlich vorstellen. Die will nicht. Wahrscheinlich, weil da hinten ein Star ist. Doch da. Jetzt. Vielleicht können wir die ja sauber zaubern. Hana Dance. Oh, Zombo. Sula. Unglaubliche Geschichte erzählen. Wir verschönern immer so ein bisschen den Tag. Wir machen uns ein bisschen interessant. Teilen Fotos und dann gucken wir mal, ob wir sie wie um Zauberunterricht bitten. Ist sie auch eine... Ups. Oh, guck mal, aber wir haben wieder ein bisschen was dazugelernt. Da war gerade ein Buch über uns. Wir sind aber noch ein Neuling. Aber, nee, 1 von 9 nach wie vor. Ist das schiefgelaufen oder war sie zu sauber? Beste Frage. Auf jeden Fall hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert. Aber gut, ich verabschiede mich für heute erstmal wieder von euch. Bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, dann kommt die nächste Folge Sims. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, Dienstag, also übermorgen. Ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis dahin. Tschüss. Thank you.